back from the dead. Willkommen zu einer Episode des Rocket League Item Shops und erstmal vorab interessante Neuigkeiten, denn Rocket League wird Free-to-Play kommen. Endlich ist es soweit und zwar im Epic Game Store für alle Leute, die sich für Rocket League immer schon interessiert haben, aber bisher nicht dazu kamen, es zu kaufen oder vielleicht das Geld nicht investieren wollten, können es jetzt kostenlos spielen, dann etwas später im Sommer. Ganz genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest, ich denke mal jetzt in den kommenden Wochen wird es soweit sein. Alle DLCs, die bisher da waren, werden dann auch kostenlos zur Verfügung stehen. Einige exklusive Titel, neue Items und so weiter ebenfalls. Komplette Spielbarkeit mit allen Plattformen, auch mit Steam natürlich. Steam wird natürlich auch weiterhin komplett supported werden für alle Leute, die es sowieso schon gekauft haben, vorher und auch schon seit Jahren spielen. Das heißt also, da gibt es keine Changes, keine Änderungen. Allerdings wird der Creator Code mit reinkommen, beziehungsweise mit integriert werden. Das heißt also, denkt dran, wenn Snipes, mein Creator Code, gibt den gerne ein. Und so viel zur Eigenwerbung. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein und schauen uns mal an, was heute im Featured-Bereich so drin ist. Und zwar sehen wir hier einmal Hextide in Purple am Start. Ich mache das mal hier auf dem Kader. Kann man das vielleicht einen Ticken besser sehen? Das ist schon ein geiler Effekt, muss man sagen. Hextide ist schon cool gemacht. Ich muss sagen, das Weiße gefällt mir nicht ganz so sehr. Also wenn das so richtig so ein bisschen durchsichtig wäre und nur diese lilanen Teils durchgehen würde, wäre irgendwie ein bisschen geiler. Dann haben wir noch die Cristianos und zwar in Titanium White. Das ist doch mal was, oder? Also Cristianos sind eigentlich immer gerne gemocht. In Titanium White ist natürlich mal was komplett anderes, oder? Ich weiß nicht. Die könnte man sich mal gönnen. 400 Credits ist auch nicht ganz so viel. Sind beliebte Wheels. Mal schauen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr euch die geholt habt oder eher nicht. Und dann schauen wir nochmal bei den Dailies rein. Da haben wir Cutter drin in Orange. Das sind so Wheels. Finde ich nicht so nice, muss ich sagen. Dann Glossy Block. Ihr seht schon, das ist so dieser Effekt hier. Ist so ein bisschen 3D-mäßig gemacht. Dann haben wir die Chakrams drin in Pink. Für alle Leute, die gerne pinke Reifen haben möchten. Dann haben wir Breakout Chainsaw in Titanium White. Also nochmal ein schönes Titanium White Decal für 150 auch nur. Der Endo ist wieder da. Standard Edition allerdings 500. Und dann haben wir nochmal was für ein Endo passend dazu, Mummified in Grey, das heißt also, wenn ihr nochmal ein passendes Decal passend zu dem haben wollt. Dann E-Sport-Bereich, schauen wir nochmal schnell drüber, gibt es ein Dominus-Decal von Dignitas, Player-Banner, was haben wir noch drin, hier nochmal Player-Banner, sorry, ging ein bisschen schnell. Dann Octane-Decal von Rogue und dann haben wir nochmal ein paar Reifen drin, zum einen die Bionics, ARMRs und die Patriarchs sind auch am Start. Also Highlight hier für mich die Bionics und im Featured-Bereich Hextide und die Cristianos, muss ich sagen. Also crazy. Schreibt gerne mal rein, was euer Highlight ist und ob ihr euch vor allem auf Free-to-Play Rocket League freut. Bin sehr gespannt. Bis hierhin, wenn euch das Ganze gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst ein Sub da und dann hören wir uns morgen wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.